Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfrischmaß 4-fach am wunderschönen guten Tag von euch. Ja, in der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben beim Striegeln. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit schon fertig gemacht und jetzt habe ich schon einen Helfer für Balken eingestellt und jetzt schauen wir einmal kurz noch da zu den Tieren. Und wenn er fertig mit Kalken ist, können wir dann ja Zeit wieder vorspulen. Das leer, da sind da noch 13.000 Liter Kompost drin. Und jetzt schauen wir mal, was wir uns als nächstes holen, würde ich sagen. Da haben wir gedacht, da holen wir den Flüssigdünger. Oder gleich zuerst den den Festdünger, würde ich sagen, zuerst, weil so ich gerade. Habe ich das jetzt übersehen? Ah, ja, suchen wir mal uns den Dünger herstellen. Da ist er. Düngerherstellung aus Gülle und Mist. Da haben wir Mist. Haben wir jetzt an 1000 und 2000 Liter. Jo, das würde sagen, holen wir uns das einmal. Dann passt das. Oder das packen wir da hinten her. Ah, das ist mal kein Platz. So, dann A fertig. Dann beschäftigen wir uns mit dem. So, der braucht jetzt an Gerste und Gülle und Mist. Das holen wir jetzt an einmal mit den Anhängern. Schnappen wir uns dafür her da den Fendt. Mal wieder die Rundumleuchtung gelassen, aber nein, das macht ja nichts. So, dann holen wir das mit den kleinen orangen Anhänger. Das war jetzt zu fest, aber naja, das geht schon. Gehen wir mal da zu den Schweinen und zu den Kühen. Bleiben wir da mal stehen. Würde ich sagen, knappen wir uns einmal kurz zu den Goodness. Wartet kurz. Ah, da ist er. Würde ich sagen, machen wir das ganze Zeug da mal zu. Und dann fangen wir mit denen einmal das aufladen. Jo, geht schon. Komm schon. Eieiei, das sind wieder Profis am Werk, muss ich. Aber das geht. Jo, der ist jetzt fertig mit Kalken. Warte, ich stelle mir jetzt schnell einmal. Der kommt vor. So, den stellen wir jetzt einmal unten auf dem anderen Feld ein. Und passt das? Wir uns dabei um das kümmern. Mach du das einmal, dann machen wir jetzt da weiter bei den. So. Und wenn er fertig ist mit den ganzen auf dem Feld, dann gehen wir wieder die Zeit vorspulen. So, das waren jetzt an 1100 irgendwas.
aufpassen. Geht. Ja, das überkreuzt, glaube ich. So, es macht ja nichts. Muss ich kurz einmal umsteigen, warte jetzt einmal ein bisschen. So. Dann war es das schon. Links. Hoppala. So, dann lassen wir den da einmal stehen. Fahren wir mit dem schon einmal kurz dahinter. Dann laden wir einmal das ein da. So. Dabei holen wir uns jetzt das Foss. Das andere Fass, wo der Diesel drin war, holen wir uns jetzt. Und dann können wir dort schon nochmal mit dem das Öl einschieben. Machen wir das schnell. Und der schon einmal an zu produzieren. Dann haben wir unseren eigenen Dünger. Ah, da ist noch Dünger drin. Ah, jetzt haben wir wollten. Dann schauen wir mal, wieder. Mal irgendwie das Wasser rausbringen. Mal das Autodrive dazu. Dann schnappen wir uns das, dann schauen wir mal, ob wie viel da beim Bein reingeht. Müssen wir das irgendwie anders los. Schauen wir mal, wie viel da reingeht. Oh, die geht ein bisschen. Das wollte ich jetzt nicht, wartet kurz. Ah, jetzt muss ich die Zeit wieder übernehmen, weil jetzt kommt das Unkraut wieder. Wo ist er da raus? Was jetzt nicht kommt. Aber das links.
Hol mal schnell Chemiekeule, wartet. 20. Das noch? Holen wir uns noch den da dazu. So. Also der hat gefunden. Mann. Ei, ei. Ah, wo gibt's denn? Hallo. Reicht dann. Oh. Da weggefahren. Hol mal das an. Dann ist das die Mikrole-Traktor. Dann holen wir uns schnell noch. Ah ne. Pflanzen. So, dann füllen wir das einmal auf. Das ist jetzt alles. Ja, mal. Hat nur das hintere Rumpf. Außen. Okay, jetzt. Gehen wir jetzt schnell einmal die Felder machen. Da machen wir in der nächsten Folge die Inbetriebnahme des Düngerherstellers. So, steckt der andere fest. Warum steckst du eigentlich da unten? Die Helfer sein.
So, dann ist es auch fertig gekorkt. Oder machen wir noch das Stückchen fertig da. Dann ist die Folge eh schon wieder zu Ende. Dann sage ich jetzt schon einmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mir riesig freuen. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne abonnieren. Und das wird mich auch riesig unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao.